Ab April steigen die Richtwerte für Mieten im Altbau und vielen Gemeindebauten drastisch an. Diese gesetzliche Teuerung passiert automatisch. Alle 2 Jahre sollen wir mehr fürs Wohnen bezahlen. Die Basis dafür sind die Zahlen der Statistik Austria. Je höher die Inflation, desto teurer werden unsere Mieten. Anders gesagt, je teurer das Leben wird, desto mehr müssen wir auch für die Miete bezahlen. Und das Leben wird gerade maßlos teurer. 20% für Heizen, 10% mehr für Strom und auch die Lebensmittel werden immer teurer. Und jetzt sollen auch noch die Mieten steigen? Absurd wird das Ganze, wenn wir uns überlegen, was alles nicht automatisch an die Inflation angepasst wird. Die Kinderbeihilfe wird nicht automatisch an die Inflation angepasst. Das Arbeitslosengeld steigt nicht automatisch mit der Inflation und auch die Löhne steigen nicht automatisch mit steigenden Preisen. Was sehr wohl automatisch mit der Inflation steigt, ist die Parteienförderung und sind die Politikergehälter. Alle 2 Jahre bekommen die Parteien mehr, jedes Jahr steigen die Politikergehälter. Und wir sollen automatisch mehr Miete bezahlen, obwohl wir nicht automatisch mehr Geld am Konto haben. Während die Regierung also dafür sorgt, dass unsere Mieten wieder steigen werden, stecken sie sich selbst immer mehr Geld in die Taschen und in die Taschen ihrer Parteien, obwohl Österreich schon jetzt eine der höchsten Parteienförderungen der ganzen Welt hat. Wer es sich nicht richten kann, hat von dieser Politik nichts. Als nächstes plant die Regierung, Aktienverkäufe und die Gewinne darauf steuerfrei zu stellen, obwohl sich gerade über 94.000 Menschen das Heizen nicht leisten können. 600.000 Menschen zahlen schon jetzt 40% ihres Einkommens für die Miete und die Miete soll weiter steigen. Die Regierung senkt Steuern für Konzerne und steigert unsere Mieten. Wir wollen uns das nicht länger gefallen lassen. Deswegen organisieren wir eine Petition, dass die Mietsteigerung 2022 ausfallen muss. Wir organisieren eine Kampagne, um leistbares Wohnen zum Thema zu machen.